So, ja, ein neuer Tag, ein neues Werkeln. Letztes Mal haben wir den Boden rausgemacht. Heute versuchen wir das Dashboard hier komplett rauszukriegen, zumindest schon mal hier die vordere Front. Und ich habe schon gesehen, man kann jetzt da unten irgendwo Schrauben rausmachen. Müssen wir mal gucken. Und ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann ja, sind wir eigentlich hier drinnen fast schon bald fertig, vielleicht noch den Himmel. Aber dann, ja, ist fast alles draußen. Uiuiui. Auf. Der Kampf, sage ich euch, ja, wie das jetzt aussieht, als wäre das Auto, ja, noch nicht fertig gebaut, irgendwie. Ganz komisch, ganz viele Kabel und die ganze Verkleidung ist draußen. Xelin hat mich schon gefragt, kann man so jetzt überhaupt noch fahren? Ja, rein theoretisch kann man so noch fahren, solange noch Schalten, Pedale, Motor und Lenkrad da sind, kann man noch fahren. Das werden wir mal in naher Zukunft machen und Xelin darf dann aus der Ferne aufnehmen und mir helfen, weil viel werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Ja, nicht schlecht. Bin ich mal gespannt. So, ja, innen ist jetzt eigentlich boah, lauter Kleinzeug halt noch und oben halt die Verkleidung noch, aber wir kommen im Innenraum zum Ende so langsam. Halleluja, das ist der Haufen. Echt viel, was wir hier rausgekriegt haben. Das ist Airbag. Airbag, da könnte man viel Blödsinn mitmachen. Aber es ist auch was wert, wenn man das verkaufen will. Ist oft gefragt, wenn man mal ja, einen kleinen Ditcher hatte und der Airbag wurde ausgelöst, dann kann man damit das wieder in Ordnung kriegen. Ja, diese ganzen komischen Verkleidungen hier, das ist alles eher was für ein Schrott. Auch die Bodenverkleidung ist eher was für ein Schrott. Ja, Holzleisten ist immer gut. Holzleisten ist super. Die kann man auf jeden Fall versuchen zu verkaufen. Ja, hier sowas, was unten rum irgendwo gehongen ist, das ja, ist auch nicht so wirklich ja, das Wahre. Die Glühbirne kann man vielleicht noch aufheben, aber sonst, ja, Dashboard selber, das war ein richtiger Kampf. Ich bezweifle, dass sich jemand das freiwillig antut, um das auszutauschen. Normalerweise sollte das nicht kaputt gehen, deswegen wird sich das nicht lohnen, das zu verkaufen, weshalb es eher auf dem Schrott landen wird. Ja, und die ganzen komischen Kleinteile da, die werden jetzt auch nicht wirklich aufgehoben werden. Ja, viel Arbeit, schlussendlich Holzleiste und Airbag, aber der Rest eher für die Donne. Ja, super, dann sind wir für heute erstmal fertig und ich auch. So, jetzt gibt's Essen.